Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Heute mit einem wunderschönen Tanz, den man natürlich auch umwechseln kann als Kontratanz. Geht los mit Teil A, Teil B und Teil C. So, als erstes Teil A, wir fangen an mit rechts Mambo Step, Mambo Step. Mit links Mambo, aber im Back, Mambo Step. Die nächste Schritt folgt ist Step, Turn, Step, halbe Drehung nach links, im Step, Turn, Step. Nächsten Schritt folgen mit links, ein Lock Shuffle nach vorn, Lock, Shuffle. Dann kommt eine halbe Drehung, ein Paddelturn, eingeteilt in jeweils vier Achtel Drehung, rechter Schritt nach vorn, Achtel drehen, rechter Schritt nach vorn, Achtel drehen, rechter Schritt nach vorn, Achtel drehen und der letzte rechter Schritt nach vorn, Achtel drehen. Bis dahin von vorn, 5, 6, 7, 8. Mambo Step, Mambo Step. Step, Turn, Step, mit Step, Lock, Step, mit Viertel, 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 Viertel oder ein Achtel. Bis dahin noch einmal, 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2 und 3 und 4. Die nächsten Schrittfolgen heißt in Rockstep Side mit rechts, Rockstep Side, mit links ein Rockstep mit einer Vierteldrehung nach links, Rockstep. So, die nächsten Schrittfolgen ist eine halbe Drehung Shuffle-Turn nach links, Shuffle-Turn, wieder halbe Drehung Shuffle-Turn nach links, Shuffle-Turn. Die nächsten Schrittfolgen mit rechts ein Rock-Step und eine Shuffle-Turn nach rechts. Rock-Step, Shuffle-Turn. Die nächsten Schrittfolgen ist mit links ein Rocking-Chair, ein langsamer Rocking-Chair heißt Rock-Step-Back-Rock. Die letzten Schrittfolgen, Teil B, ist eine Chessbox mit einer Vierteldrehung nach links, ist ein Cross, ein Pack, ein Side. Rechts an links ransetzen und Gewicht gleich auf rechts. Teil B komplett, 5, 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teil B, mit links beginnen, mit links Schritt in Touch zur Seite, links an rechts ransetzen und rechts in Touch zur Seite. Jetzt kommt ein Step-Turn, halbe Drehung nach links, Step-Turn, halbe Drehung nach links und dann zwei Schritte nach vorne laufen, mit rechts beginnen. Schritt, Schritt. Die nächsten Schrittfolgen ist rechter Schritt ein Achtel nach rechts setzen, dabei natürlich rechter Arm ausbreiten. Linker Schritt ein Achtel nach links setzen und der linke Arm ausbreiten. Ihr habt noch zwei Varianten. Ihr könnt mit den Hüften wackeln oder im Po nach hinten und nach vorn strecken. Und dasselbe nochmal. Schritt, Schritt. Entweder Drehung einbauen oder den Po nach hinten und nach vorne setzen. Teil C wird Richtung 6 Uhr wiederholt. Mit links beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Das ist Teil B und das wird jeweils 12 Uhr und 6 Uhr wiederholt. Jetzt kommen wir zu Teil C. Wir machen eine kleine Wippe. Rechter Schritt nach rechts setzen, Gewicht auf rechts, Gewicht auf links, ein Seitschaffel nach rechts. Seitschaffel. Und dasselbe mit links. Gewicht auf links, Gewicht auf rechts und eine Seitschaffel nach links. Jetzt machen wir eine Vierteldrehung nach links mit dem rechten Seitschaffel. Seitschaffel. Eine Vierteldrehung nach links mit dem linken Seitschaffel. Seitschaffel. Eine Vierteldrehung nach links mit dem rechten Seitschaffel. Seitschaffel. Eine Vierteldrehung nach links mit dem linken Seitschaffel. Seitschaffel. So dass wir jeweils dann wieder 12 Uhr anfangen. So, der Tanz wird natürlich getanzt A, B, C, dann kommt wieder A, B, C und zum Schluss tanzt ihr nur noch den B- und C-Teil und dann habt ihr es natürlich geschafft. Ich hoffe, euch gefällt der Tanz. Bis zum nächsten Mal, sagt euch Tschüss, der Übungsleiter der Flying Boots, Heiko.